die Wehrfähigkeit der Truppe. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis, etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant sagt zum Hauptmann, Befehl vom Oberst, seltenes Schauspiel. Morgen um 9 ist Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird's erklären. Der Hauptmann zum Leutnant, Schauspiel vom Oberst. Morgen früh 9 Uhr im Drillich, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird's erklären, falls es regnet natürlich nur. Seltenheitswert passiert jeden Tag. Der Leutnant zum Feldwebel, seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillich die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist und wenn es regnet, dann natürlich um Kaserno. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Verfinsterung des Obersten im Drillich wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler da sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ja, ich weiß. Der Oberst will unser Drillich verfinstern. Aber das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ihr einen machen. Schauspieler sollen Zelda bekommen. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Nunquam praeparabile, zu Deutsch, umba tetere tete.